Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4 zusammen mit Doc Broad. Was geht ab? Man sieht mir cool aus. In der letzten Folge haben wir unseren eigenen Roboter gebaut, erneut Doc Broad, und haben den Standort des Mechanisten ausfindig machen können, von dem ich noch nicht gesehen habe, wo der überhaupt ist. Aber gehen wir da mal hin. Und zwar ist der hier, Robcop Vertriebszentrale. Was in der Nähe der Bruderschaft ist, okay. Ihr habt Daten gemacht. Okay, egal. Gehen wir dahin. Er kann tödliche Elektroblitze abfeuern. Nee, dafür bin ich schon da. Aber jetzt normale Laser gehen. Der wird sowieso so schnell verrecken wie Ada, nehme ich an. Aber Roboter bauen, das ist ja schon mal richtig geil. Würde ich gerne öfter noch machen. Ich würde noch, ich habe noch eine ganze Menge Ideen, was ich für Roboter bauen könnte. Aber erstmal brauche ich mehr Teile. So, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich habe jetzt nicht eine Rüstung angezogen. Ich bin auch doof, ne? Vielleicht kriege ich ja da drin ja wieder eine. Wäre ja noch besser. Aber der Unterschied zum letzten Mal ist, ich habe wieder meinen Big Boy dabei. Das heißt, Mini-Atombomben. Oh, das heißt, Instant KO. Hoffentlich. Und jetzt kommt so ein Ufer und führt mich. Das wäre geil. Ein UFO einfach nur so random durchs Ödland fliegt. Andere Leute entführt. Hast du schon mal mit einer Minigun geschossen? So, wir müssen da hin. Okay. Doc, komm mit. Wir haben jetzt auch eine neue Waffe, der wir hintern treten können. Hoffentlich gehe ich noch ein Level ab, damit die noch stärker. Das macht geil an DLC-Waffen. Die werden so stark. Normalerweise wird mir der nicht gefallen, aber da ich auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad spiele, nehme ich das dankend an. Wahrscheinlich werden wir jetzt mit einem Schlag oder so weggeputzt, weil wir jetzt keine starke Rüstung haben. Und ja, vielleicht werden wir ja noch gesidetrackt. Da mache ich sogar noch. Oh, das Gebäude ist, glaube ich, schon ein verstecktes Mechanisten, ne? Ja, das zum Beispiel mit Polizeirevier. Gehen wir mal da rein. Wir müssen ja erstmal einen Testlauf mit Doc machen, bevor wir irgendwo reingehen. Außerdem möchte ich Level Up noch schnell haben, damit ich schon mal erhöhten Strahlenschaden, Energieschaden bekomme. Also ja. Gehen wir mal rein. Wo auch immer hier ist. Wir machen irgendwas hier. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Beziehung von einigen Leuten hochballer, ohne dass ich die mitnehme. Ich setze die einfach irgendwo ab, tue irgendwelche Minuteman-Missionen machen. Und einige Leute finden das ja gut. Zum Beispiel Curry. Curry gefällt es ja auch anscheinend, wenn ich irgendwie freundliche Sachen mache oder so. Oder mich freundlich gegenüber anderen Leuten benehme und das ist schon alles. Hat man ja gesehen im letzten Part, dass sie immer irgendwie Dingens bekommen hat. Stimmung wollte ich jetzt sagen. Lebe. Eddie Winter, Holoband 6. Eddie Winter, von denen haben wir doch schon mal was, glaube ich, aufgesammelt. Ach, tatsächlich. Die kann ich auch nicht ablegen, weil das Questgegenstände sind, also scheinen die wichtig zu sein. Nachricht an Charlotte Wen. Meine liebe Mrs. Wen, ich hoffe, es geht Ihnen gut. War das? Nach unserer War doch Zusammenarbeit Bord. im letzten Mai gehe ich aber davon aus, dass dem so ist. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie mit dieser Palette Buff-Out ein kleines Vermögen verdient. Und Wu Li hat 8 Jahre im Staatsgefängnis bekommen. Deshalb habe ich mir gedacht, wieso wiederholen wir das Ganze nicht noch einmal? Wir beide lieben die gleichen Dinge. Geld und die Vernichtung von Personen, die uns in die Quere kommen. Zusammen werden wir sie alle ausmanövrieren. Boston wird Ihnen offen stehen. Sollen Sie doch Dame spielen. Wir spielen Schach. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Bestimmt ist in jeder Polizei, jedem Polizeirevier irgendwie so was von der. Verbrecher alles. Holoband 7, verschiedene Office Doyle. Ja, die sind überall hingeballert, ne?
Überall sind die. Ja, kriminellen Akten nehme ich an. So, das ist jetzt nicht ein Ort, den ich mir vorgestellt hätte. Ich hätte gedacht, die wäre so ein eigener Ort oder so. Ist schon. Ich habe jetzt auch mein Chemdraun-Schwert nicht dabei, falls jetzt irgendwas Kleines kommt. Ich habe jetzt nur hier mein General Chaos-Schwert, was gegen Roboter effektiv ist, weil ich wahrscheinlich brauchen werde. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Ja, du gefällst mir. Du denkst richtig. Genauso was will ich von meinem eigenen Bot hier hören. Auch wenn Bot mit T geschrieben wird. Aber egal. Das ist mein persönlicher Router, dann kann ich ihn, wenn ich will. Und ich kann irgendwie keine Sachen aufnehmen manchmal. Okay. Ich finde, der sieht so geil aus. Was? Schnell ist er auch noch. Patronen, danke. Ich weiß nicht mal, auf Schrotpatronen hier ausschalten, weil ich jetzt ein Gewehr habe, das wie eine Dingens arbeitet. Ich kann nichts machen. So. Ja, nun, wir uns weiter dem Versteck und hoffentlich werden wir noch irgendwo abgelenkt. Das ist, glaube ich, schon ein Versteck, dieses Zeichen. Ja, das ist. Oh, da gehen wir eben direkt da rein. Nix in der Nähe. Gibt's auch nicht. Doch, da ist irgendwo ein Turm oder sowas. Da vorne. Das sieht auch so weit weg aus. Ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht übelst auf die Fresse. Jetzt gehen wir rein. Noch ein Mechanist platt, oder vielleicht auch nicht. Ich konnte übrigens diesen komischen Helm, den ich von diesem Ahab-Roboter bekommen habe, den konnte ich irgendwie nicht finden in meinen Werkbank-Dingen. Also keine Ahnung. War vielleicht nicht für Dingens hier, für so Aggressetronnen-Helme, Köpfe. Und ich habe jetzt an deinen Rücken hier so eine Rüstung gepackt, damit die nicht so nackt ist. Aber er hat trotzdem nicht so eine hohe Verteidigung, das ist ein bisschen doof. So. Mach hin! Wir werden das sehen. Schlechter als die anderen Gefährten, die ich im Moment habe, außer Strong vielleicht. Kann er sowieso nicht sein. Okay. Da kommt, ich habe ein. Ich krieg bestimmt Energiezellen-Munition hier. Da ist so schnell, werde ich mit den Dingen hier nicht mehr ausgehen. Ja. Ich könnte einen personalisierten Einkauf für die ganze Familie. Der kleine Timmy. Warum schon wieder Timmy? Ja, das war doch in dem letzten Part so. Strafen Sie den kleinen Timmy. Dann wird er mit seinen Fallen, ne? So. Hier gleich mal Level ab, ja. Dann seid ihr sowas von dran. Bei wie viel zieht das Ding jetzt ab? Ich bekomme 25% mehr Schaden. Das heißt, ich lande auf so ungefähr 150. 160, 150 ungefähr. Das ist schon extremer Schaden. Wie viel macht man Fatman?
Okay, das sieht man jetzt hier nicht wegen den Mini-Atombomben. Ich glaube, der macht irgendwas mit 400 oder so. So ein normaler Fatman. Ich weiß nicht, warum der Schaden so klein angezeigt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Atombombe nur 30 abzieht. Wäre doch ein bisschen wenig. Ja, direkt. Oh, schon bald kommt das nächste DLC wieder raus. Na gut, dass ich das hier dann so schnell wie möglich erledige. Obwohl ich das nicht so schnell erledigen will, ehrlich gesagt. So. Noch kein Gegner getroffen, komischerweise. Überrascht mich schon ein bisschen. Hätte ich auch noch nicht von irgendeinem gehört wohl oder so. Wahrscheinlich erst, wenn ich da unten die Tür öffne oder so. Sonst wäre ein bisschen verdächtig. Kaputtes Terminal. Weil mich da weiß, dass dann kaputt ist, ne? Ich bin so gut. Danke zum Kommen, würde super. Ah, verdammt, jetzt habe ich hier das vielleicht erst öffnen sollen. Jetzt wird das geöffnet, wenn ich das nicht öffne, dann kann ich ja gleich hier drin bleiben. Diese Aggressetron-Kopfwaffe habe ich auch mal eingelagert, weil, weiß nicht. Ich glaube jetzt die Waffe, das reicht schon. Hier drüben. So, Doc. Mach, wofür ich dich erschaffen habe. Und noch mehr. Ich bin so gut bis jetzt. Weil hätte ich auch theoretisch mit Ada und so machen können, ne? Gespannt. Wow. Ja, diese typische 10.000 Türen. Ja. Überhaupt nicht übertrieben, ne? Ja, 15 Türen oder so gewesen. Da würde ich mir auch nicht Sorgen machen, dass irgendjemand da reinkommen will. Was wartet hier jetzt? Mein Gott. Er sagt, er steht auf Sicherheit, der Mechanist. Treffen wir den schon? Ah, okay. Okay, dann nehme ich mal an, ich kann da nicht durch. Das Problem ist, tut mich das Geschützding an mir direkt anschießen. Aber vielleicht kann ich das Ding so deaktivieren. Ich kann mich da bestimmt durchducken, aber ist das Spiel wirklich so programmiert? Oh mein Gott. Aber das ist ja ganz schön. Dafür, dass die Türen so verschlossen sind, ist das eine ganz schön doofe Sicherheitslücke, sag ich mal. Mit Tränen oder verlassene Anlage, die kommen mit dämpflich besser, muss ein Sicherheitsaushalt mit Rang 22, Gäste müssen bei General Orlings Mitarbeiter unterzeichnende Berechtigung vorweisen. Hier geben Priorität. Den Grundsatz von einem Sicherheitsverschlüssel, im Fall eines Ausflugs, wird geringfügig abgeriegelt. Sämtliche Mitarbeiter müssen sich an ihrer Station melden.
Sicherheitsdinger, halt, ne? Falle einer Atomexplosion. Wann ist das denn mal passiert in diesem Spiel? Ist das... Cool. Turmsteuerung. Aktivieren, was? Okay, warum sind wir alle schon geöffnet und so? Das ist doch aktiviert, was? Hätte vielleicht nichts anfassen sollen, ne? Okay, ich kann den Aufzug hier schon deaktivieren. Wo ist halt lieber? Schon da unten. Ja, ungefähr. Na. Wo führt denn dieser Aufzug hin? Lobotomize. Bin drin. Hey. Kann den nicht, ich kann ja nichts deaktivieren, seine Sicherheit ist so hoch. Ich hab Gefühl. Er verhindert überall, dass ich irgendwo reinkomme oder so, in PCs. Cool. Komm mal ja durch. Aber wenn das die Stimme des Mechanismus war, habe ich mir irgendwie was anderes vorgestellt. Ich habe mir so eine rauere Stimme vorgestellt. Der Typ war ja Mechaniker im dritten Teil, erst bevor er zum Mechanist wurde. Das sind immer noch welche. Aber ich dachte, diese Elektrodinger gehen auf andere Gegner los, also nicht den anderen auch treffen, ne? Ich muss sie gar nicht treffen. Nur die Wand abschießen. Glaube ich. Roboterteile bitte. So. Oh, Roboter-Mod, sehr gut.
Alles Knorke wieder. Die Frage ist, treffen wir ihn hier schon? Wo soll er sonst sein? Aber vielleicht haut er ja ab oder so, wenn er sich das hier. That we have arrived. Was? Was? Wow. Was? Ist voll verzögert einfach runtergefallen, so, wo ich auch kaum auch mehr. Mein Gott, wie verzögert das Ding einfach runterfällt. Oh, ich bin tot. Ah, was ist das hier? Nix. Gut. Kriege ich das Level up hier noch? Das wäre richtig geil. Scanne das. Dobrot, mach mich stolz. So, wieder 5 Türen. Ja, 5 Stück waren hat. 1, 2, 3, 4, 5. Wesen stellt er nicht in Frage, was ich mitnehme. Er ist ein guter an Robotern. Die sind, die nennen, die sehen die Sachen produktiv halt. Ja, nicht produktiv, keine Ahnung. Ja, doch produktiv, ne? Auf Dauer irgendwie brauchbar. Also klar, sobald irgendwie so ein Fetzviech hier auftaucht, so ein fetter Rauchroter wieder hinten, da ist irgendwas. Oder nicht? Dann kommen direkt meine Mini-Atombomben zum Einsatz. Steht jetzt gleich da oben, oder? Oh Gott. Oh Gott, ja. Das ist er das. Wow. Das war ein Schaden. Warte mal, explodiert, wenn ich in der Regel, ne? Bis gleich. Guck mal, wie viel Schaden das macht. Wir wechseln Bios im letzten Moment. Das würde mir nicht gefallen. Alter, nicht nett. Jetzt muss ich hier weg. Oder? Gibt er noch? Ah. Da ist ein Bild. Einfach nur Dogbrot. Eine nukleare Explosion, genau so muss das sein. Oh Gott. Das will ich auch noch erleben können.
geht. Weil dann kann ich irgendwie mehr schießen, ich habe für den VTS. Und ich bin tot. Wie zum Teufel ist das schon wieder passiert? Na gut. Sind sowieso 25 Minuten. Also ja. Würde ich sagen, ich bin die Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Tschüss.